Hallo zusammen. Hallo zusammen. Viele Grüße aus Südamerika. Wir haben noch Neuigkeiten für euch. Wir fahren noch nicht nach Hause. Ja, es ist Januar. Eigentlich ist ein Jahr vorbei und wir sollten schon nach Hause fahren und bald wieder in der Mühle sein und ihr wieder im Kindergarten. Wir in der Mühle. Wir, Papa und ich, das sagt man so, in der Arbeit. Aber wir haben uns gedacht, wir bleiben noch ein bisschen da. Genau, wir haben noch mal ein halbes Jahr verlängert. Insofern könnt ihr noch jede Menge weitere Episoden sehen. So, ihr dürft schon abdüsen. Wollt ihr? Und wir? Wir raten noch ein bisschen, der Papa und ich. Wir haben uns jetzt noch mal 6 Monate Zeit genommen, weil dieses eine Jahr war fast nicht genug. Und ja, sogar auf so einer Zeitreise vergeht die Zeit manchmal einfach zu schnell. Und da mussten wir uns noch etwas mehr davon nehmen. Ja, nachdem Südamerika doch relativ groß ist. Und an der Stelle mal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass ihr immer so schön zuschaut. Und wir freuen uns riesig, dass unsere Geschichten so viele Leute da draußen erreichen und auch freuen. Und weil wir mit den Episoden ungefähr 6 Monate hinterherhinken, habt ihr noch fast noch ein Jahr was von uns. Ja, was haben wir jetzt noch vor in einem halben Jahr? Wir sind jetzt vom Atlantik über Iguazu wieder nach Paraguay rein, dann den Chaco entlang, nach Argentinien und fahren jetzt in die Puna hoch, ins Altiplano und wollen da noch schönste Salinen und Salzlagunen abfahren und zum Teil Sanddünen durchqueren. Müssen wir mal schauen, wie gut es geht. Wir werden vermutlich 2 Fahrzeuge sein. Ja, und dann geht es irgendwann wieder nach Uruguay. Und am Schluss wieder zum Strand. Also es gibt jede Menge Geschichten noch von uns. Ja, viele sind schon passiert, viele passieren sicher noch. Und ja, wir freuen uns über jeden Einzelnen, der dabei ist. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Und begleitet uns noch ein bisschen. Tschüss. Aus Südamerika. Und wir haben noch Neuigkeiten für euch, nämlich der Emil hat mal wieder seinen Text vergessen. Sag nur noch mal. Wir fahren noch nicht nach Hause. Okay.